Und damit herzlich willkommen zurück zu Sniper Elite 1. Wir gehen zu Die Wissenschaftler. Spiel starten. 21. April 1945. Das NKWD plant, mehrere wichtige deutsche Atomforscher, die vor kurzem gefangen genommen wurden, mit dem Zug vom Anhalter Bahnhof nach Pankow, weit hinter die russischen Linien, außerhalb unserer Reichweite zu transportieren. Deine Aufgabe ist es, ihre Abfahrt vom Anhalter Bahnhof zu verhindern, bis sie von einem OSS-Team herausgeschleust werden können. Das OSS-Team, das die Wissenschaftler herausschleusen soll, wird um 2 Uhr über die U-Bahn-Station Gleisdreieck eintreffen. Eliminiere die NKWD-Patrouillen in der Nähe, damit das OSS-Team sicher durchkommen kann. Sobald du den U-Bahn-Bereich gesichert hast, begib dich zum Anhalter Bahnhof. Jawohl, machen wir. Let's go. Ich habe gerade eben mal nachgeguckt, wo wir ungefähr im Spiel sind und wir sind bei maximal 50%. Oh, Bruder, weiß ich nicht, ob ich das gut finde. Okay, Ziel 1. Ich lese mir gleich mal die Ziele durch, aber erstmal möchte ich gerne Sachen aufheben, ne? Wie immer. So, Ziel. Sekundärziel. Ein Versorgungspaket der DW-Kämpfer wurde per Ruderboot eingeschmuggelt, muss aber am Ufer zurückgelassen werden, als die NKWD das Gebiet übernahmen. Wenn du Munition benötigst, kannst du in dieses Gebiet eindringen, was auf der Karte markiert ist. Okay, das ist da. Gut. Und Ziel 1 ist, eliminiere alle NKWD-Patrouillen, um die U-Bahn-Station Gleisdreieck und die unmittelbare Umgebung zu sichern. Okay, das heißt, wir sind hier. Wir gucken mal unten. Ja, okay, wir gucken mal. Würde ich sagen. Ist jetzt ja auch so die Frage, da hinten ist das Ruderboot übrigens. Schwimmen können wir wahrscheinlich nicht. Ich möchte mich aber hier schon nochmal umgucken. Vielleicht können wir nämlich hier einfach rübergehen. Das wird mir sehr gut gefallen. Ja, wir können nämlich hier einfach rübergehen. Aber da geht einer. Das heißt, wir dürfen auch nicht so laut sein. Gute Frage natürlich, wie weit der läuft. Wissen wir nicht. Werden wir früher oder später rausfinden. Kommt der jetzt schon zurück oder nicht? Also ich kann natürlich auch direkt wieder hemmen gehen und laut, aber ich versuche ja nochmal leise. Ja? Nicht, dass nachher wieder irgendwer behaupten würde, ich würde das nicht versuchen. Ich habe das ja schon mehrfach versucht bisher. Okay. Nur einfach überhaupt nicht funktioniert. Der kommt jetzt her, ne? Mhm. Natürlich kommt der her. Danke, Junge. Okay, das haben wir schon mal leise gelöst. Niemand weiß, dass wir kommen. Wie auch immer er uns gehört hat. Vielleicht hat er uns irgendwie über 25 Kilometer Entfernung gesehen. Kann ich hier reinfallen? Nein, ich kann gar nicht ins Wasser fallen. Okay. Ja, eliminiere die NKWD-Patrouillen um die U-Bahn-Station Gleisdreieck. Okay. Machen wir. Wir müssen halt leise unterwegs sein, womit wir übel langsam sind. Da sind welche, die habe ich gesehen. Kurze Realitätsüberprüfung. Da sind 3 Leute. Ignorieren wir die erstmal? Wir können ja Steinchen werfen. Ich würde sagen, wir gucken uns erstmal hier um. Dann werfen wir zur Not mal Steinchen. So, hier ist niemand. Bis jetzt zumindest. Schon mal schön. Ich würde gerne ein bisschen zügiger die Sachen schaffen. Weil das Spiel dauert noch echt lange. Habe ich jetzt gesehen. Speichern wir eben. So, speichern. Treibstofflager haben wir ja durch. Ja, soll überspeichert werden. Okay. Ich hatte nämlich die Befürchtung, dass sie uns hier direkt sehen. So,
hier reingehen. So. Hallo, Freunde. Okay, ihr seid noch echt weit weg, möchte ich anmerken. Kann ich hier durch die Häuser weitergehen oder ist das nur komplett sinnlos hier? Ich tippe auf zweites, wenn ich ganz ehrlich bin. Also jetzt mal ernsthaft, ne? Warum gibt es diese Gebäude hier überhaupt? Ja, immersiv. Mensch, so toll. Junge, das spielt irgendwie von 1624. Ja, das sieht aus wie ein Fuß. Das spielt sich wie ein Fuß. Ich habe übrigens immer noch nicht angepasst, dass die scheiß Framerate passt. Was ich auch nicht machen werde mehr wahrscheinlich, weil ich habe einfach überhaupt keine Lust, mich damit auseinanderzusetzen, wie das funktioniert. Ich will dieses Spiel einfach nur umhaben und das nächste anfangen. Auf den nächsten Teil freue ich mich auch wenigstens ein bisschen. Weil der macht Spaß, das weiß ich. Den habe ich schon zwei, dreimal durchgespielt. Und der dritte erst recht. Den vierten kenne ich ja wieder nicht, den fünften auch nicht. Habe ich ja, glaube ich, im letzten Mal schon erzählt. Ich weiß inzwischen gar nicht, ob es einen sechsten gibt. Gut, wir können auch eigentlich einfach laden, um da unten wieder hinzukommen, aber ich lauf mal. Gucken wir mal, wo wir hinkommen, wenn wir jetzt hier weiter rechts gehen, hm? Wahrscheinlich hinter die, ne? Okay, da geht's irgendwo hin. Aber unsere Aufgabe ist ja schon, die zu, kalt zu machen. Okay, die sind hier links um die Ecke. Mhm. Kurze Realitätsüberprüfung. Hallo? Ich drücke F. Ah, jetzt, okay. Leck mich, da schießt der Penner. Wissen die jetzt, dass ich da bin? Ja, okay, wissen sie. Mist. Das ist aber sehr freundlich von dir, dass du wartest. Gut, komm, dann gehen wir weiter. Von wo wird auf mich geschossen? Von irgendwo wird gerade auf mich geschossen. Ja, halt dein Maul. Der guckt doch her, oder? Selbstverständlich guckt der her. Leck mich. Verreck, du Heckenpenner. Also genau genommen bin ich natürlich der Heckenpenner. Kurz mal etwas aufräumen. Ich denke mal, ich soll hier alle töten, ne? Alle, die hier so rumrennen. Wo wäre das hier gewesen? Ah, okay, hier wäre das gewesen. Gut. Wenn ich eh alle umbringen muss, ist es doch viel klüger, laut vorzugehen. Also klar, nicht lore-konform, ne? Aber es ist doch viel klüger, weil dann finde ich wenigstens alle. Und muss die nicht halt so hardcore suchen, sondern die suchen mich auch. Okay, hier geht's nicht weiter. Ich wechsle mal wieder auf meine Schnipper. Tag. Hole weitere Männer aus der Einheit der U-Bahn-Station Gleisdreieck und rücke zur Verstärkung des Teams, das um 2.10 Uhr mit dem gefangenen Wissenschaftler eintrifft, zur Bahnstation Anhalter vor. Was?
Was war ein Ziel 2? So ein feindlicher Funkstellen, okay. Den Angaben auf dem Blog des Funkers zufolge wird eine NKWD-Einheit auf den Platz in Stellung gehen. Du musst sie unbedingt finden und eliminieren. Okay, das heißt, ich gehe jetzt wieder dahin, wo ich herkam eigentlich. I guess. Gut. Und wo kam ich? Da hinten, ne? Schnauze. So. Jetzt können wir wieder leise vorgehen. Mal gucken, ob das geht. Irgendwo sitzt der Sniper. Da hinten? Oh ja, da hinten. Ich habe gar keine Chance, irgendwas gegen den Sniper zu machen. Gegen den ich auch theoretisch nichts machen müsste, weil er ist mir nicht gefährlich. So, weg mit dir. Aber er gibt mir halt auf Eier, ne? Weg mit dir, so. Gefick dich, wir sind offensichtlich wieder laut. Und geben dicken Fick auf leise. Kurze Realitätsüberprüfung. Von wo? Von wo? Also den habe ich inzwischen gesehen. Ja, okay, ne? Aber den anderen habe ich immer noch nicht gesehen. Ah, da oben. Den habe ich übrigens tatsächlich noch nicht gesehen. Weg. Kann mir mal jemand in die Kommentare schreiben, auf wann es Helikopter gab? Das würde mich mal interessieren. Also, ne, die auch so im Krieg eingesetzt worden sind. Aber ich hätte jetzt echt keine Einschätzung, wann Helikopter dazugekommen sind. Okay, die da hinten haben schon wieder keine Ahnung, dass ich existiere. Das ist gut. Ne, klar. Klar, mein Freund, klar. Klar, mein Freund. Ich renne schon gar nicht mehr und du weißt genau, wo ich bin. Ich verteile deinen Hirn gleichmäßig an der Wand, Junge. Leck mich am Arsch. Da sind noch welche, okay. Ich wusste nicht mal, dass man die Ratten kennen kann. Das war für mich jetzt zugegebenermaßen eine neue Information. Also man konnte sich's denken. So. Wir sollen da irgendwo auf die Mitte des Platzes. Was sollen wir nochmal tun? In Stellung gehen. Okay, ja, in der Mitte des Platzes. Wir gehen hier in Stellung.
Mir ist halt in Stellung, oder was soll man tun? Ach so, wir sollen die Einheit finden und eliminieren, okay. So, Ziel 4. Bei meinen möglichen Feindkontakten drücke zum Anhalter Bahnhof vor. Okay, wir werden auf keinen Fall Feindkontakt vermeiden, einfach alles niedermähen, was sich uns in den Weg stellt. Weil ich dann einfach laufen werde, weil das schneller wird. Und halt auch, wenn man bei irgendwas hier von Spaß reden kann, dann wenigstens das schnell vorankommen Spaß macht. Okay, wir sind keinem mehr aufgefallen, gut. Bye, have a great time. So, das ist ja noch die gleiche Mission wahrscheinlich, ne? Selbstverständlich ist es noch die gleiche Mission. So, speichern, da, speichern. Ja, okay. Weiter. Servus. Ich überlege, das Spiel gleich zu Ende zu machen, weil ich habe gar keinen Bock mehr. Ich will jetzt einfach nur durch sein. Ich glaube, man hört auch an meinem Tonus, dass ich gar keinen Bock mehr auf das Spiel habe. Ich mache es auch nur weiter, weil ich die nächsten Teile noch spielen möchte. Und dann wenigstens von vorne bis hinten einmal alles gespielt haben will. Hallo, nimm es auf, bitte. Na, ja, haben wir schon, okay. Aufgaben, Sekundärziel A. Einige Waffenversteck befindet sich in der Gegend, falls du deine Ausrüstung ausstocken musst. Also ich muss erstmal einen Dreck, ja? Und ich weiß gar nicht, wo es ist. Okay. Oder sehe ich das hier irgendwo? Nö. Doch, hinter uns. Wie soll ich denn da hinkommen? Okay. Dringe bis zum Aussichtspunkt in Sicht des Ausgangspunktes des Konvois vor. Der Ort ist auf der Karte verzeichnet. Ja, okay. Geradeaus, links und dann bin ich da. Ziel 1. Eliminiere zuerst den führenden Offizier, um an einen... die Unterlagen über die Wissenschaftler zu gelangen, die seit Beginn der Tätigkeit des NKWD in Berlin gefangen gehalten werden. Du musst den Offizier schnell und sauber töten, da er sonst mit Sicherheit die Unterlagen vernichtet oder so. Greife die Männer und Fahrzeuge des Verstärkungskonvois an und vernichte sie, sobald der Konvoi zum Auftanken in der Nähe anhält. Okay. Kurze Realitätsüberprüfung. Kann ich hier überhaupt zurückgehen und mir... Nein, ich kann da nicht hin, wo mir das Spiel sagt, dass ich mir hier Vorräte holen kann. Okay. Gut, da hinten laufen Leute. Sehe ich das richtig? Und da laufen gar nicht mal so wenige, glaube ich. Da stehen drei. Da steht einer. Peng. 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 Zwei für einen. Okay. Schön. Alle eliminiert. Wer tot ist, kann er nicht mehr sehen, sage ich ja gerne, ne? Der Panzer ist alive? Das ist ja ungünstig. Das habe ich nicht gesehen. Das habe ich auch nicht kommen sehen, muss ich sagen. Okay. Ignorieren und weiter geht's. Schnauze. Tu mal hängen, Schütze. So. Langsam wird's aber auch knapp in meinen Ressourcen. Ich gehe jetzt weiter nach hier und dann nach da. Ja, hier will ich nicht lang, aber ich glaube, da hinten würde ich zu den Vorräten kommen. Vielleicht sollte ich mir die holen, weil ich wenig Leben habe. Ich hole mir die mal kurz, weil ich hier wenig Leben habe. Würde ich sagen. Und dann ist auch der Part zu Ende. Mit den Vorräten endet der Part. So. Kurze Realitätsüberprüfung. Ja, die sind am Ende der Straße, okay. Ich habe zugegebenermaßen nicht damit gerechnet, dass hier Gegner sind. Aber okay. Ups, das wollte ich nicht. Schauen wir kurz mal rein.
Okay, sagen wir, ich habe nicht das gekriegt, was ich wollte. Ja, wir sind weg. Bye, have a great time. So, und wie es hier weitergeht, sehen wir beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis dahin. Tschüss! Oh shit, warte! Den muss ich noch ausschalten. So, tschüss!